Ja, guten Morgen, Andreas. Danke, dass ich dich nochmal interviewen darf. Ja, guten Morgen. Hallo. Hallo. Erwachen, Erleuchtung, die wahre Natur erkennen, Wegfall des Ich-Bins. Kann man da was für machen, zum Beispiel in deine Talks gehen? Naja, das nicht wirklich. Das Dilemma ist, dass das Ganze eben eine Geschichte ist, dass es sowas gibt wie Erwachen oder die wahre Natur erkennen oder die Ich-Illusion verlieren. Letztendlich ist da schon gar niemand, der unerleuchtet ist oder sowas gäbe wie eine wahre Natur, die man nicht kennen kann oder die man kennen kann. Oder ein Ich, das man verlieren kann. Insofern ist die Frage, kann man da etwas dafür tun? Es gibt dieses Man nicht, könnte man sagen. Ja, aber Personen können doch in deine Talks kommen, einfach so reinmarschiert, ob mit Mann oder ohne Mann oder mit Frau oder ohne Frau. Ja, aber da könnte man sagen, das ist eben das, was scheinbar passiert. Und letztendlich nicht, weil da jemand eine bewusste Entscheidung trifft. Ja, es kann aber auch scheinbar passieren, dass jemand denkt, er könnte eine bewusste Entscheidung Auch treffen natürlich, klaro. und gern dazu eine Anweisung hätte. Klaro. Ja, das kann passieren. Aber trotzdem gibt es dann keine Anweisung oder eben niemand, der diese Anweisung befolgen kann. Auch wenn sich das für denjenigen so anfühlen kann. Du Das ist sollst schon ja auch die klar. Anweisung nicht befolgen, du sollst sie ja nur geben. Das Dilemma ist nur, dass hier auch niemand ist, der eine Anweisung geben könnte. Aber wie kann denn hier jemand sein, der eine Anweisung fordert? Ja, letztendlich ist da eben auch niemand, der eine Anweisung fordert. Okay. Tatsächlich, letztendlich können wir sagen, auch das fühlt sich einfach nur so an, wenn da jemand ist, scheinbar. Aber auch das wäre eigentlich schon die Illusion, dass da jemand ist, der eine Anweisung braucht. Auch das ist eigentlich schon eine Scheinnot oder eine Scheinnotwendigkeit, die gar nicht wirklich beantwortet werden kann und muss. Ja, in Scheinnot sind ja manchmal die Leute, dass sie irgendwie Geld brauchen, ne? Ja. Das kenne Also gut. aber es ist auch eine Scheinnot. Auf eine Art. Ist eine Scheinnot. Ja, wenn man es will. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, aber Ja. das Schein bezog sich auf Geldschein jetzt, Ja, ja. ich habe es verstanden. Ja, für die Also Besucher, für ja. die Zuschauer. Ja. Also gut, es ist keiner da, der die Talks hält, es ist keiner da, der reingehen kann, aber trotzdem passiert es irgendwie so, dass das äußerliche Bild so aussieht. Könnte man sagen, ja. Es ist das, was scheinbar passiert, genau. Und was scheinbar passiert, könnte man sagen, ist der Hinweis darauf, dass dieses ganze Erleben, eine Person zu sein und in der Illusion zu leben, auf einem Weg zu sein zum Eigentlichen, könnte man sagen, oder dass ich jemand bin, der bewusst handeln muss, um persönliche Erfüllung zu erschaffen oder zu erfahren oder zu kreieren, dass das absolut keine Substanz hat. Und ein bisschen oberflächlich könnte man sagen, es ist einfach eine Traumwelt. Und wie gesagt, was in den Talks passiert, wäre ein scheinbarer Hinweis darauf, der aber tatsächlich auch scheinbar ist. Was ist da scheinbar dran? Na, letztendlich kann es keinen wirklichen Hinweis auf etwas geben, weil gar nichts real existiert. Und letztendlich bräuchte, man könnte sagen, wenn es einen Hinweis braucht, eigentlich jemand, der auf irgendwas hingewiesen werden muss. Insofern ist es ein scheinbares Hinweisen. Es wird tatsächlich niemand angesprochen. Aber es wird gesprochen Scheinbar. durch den Körper da, der da gegenüber Naja, sitzt.
Naja, man könnte sagen, entsprechender Körper ist das, was scheinbar passiert. Aber das wird jetzt schon ein bisschen holprig. Ein bisschen eckig. Oder abstrakt. Also irgendeinen Sinn darin zu suchen, ist schon an sich überflüssig. Was heißt überflüssig? Es gibt einfach sowas wie Sinn nicht. Also, oder die Annahme von einem Sinn gehört einfach zu diesem persönlichen Erleben. Nämlich, dass meine Anwesenheit, dass mein Tun oder auf irgendeine Art Sinn macht. Ja, wenn es keinen Sinn gibt, gibt es auch keinen Unsinn, oder? Natürlich, klar. Also kann man alles machen? Oh, natürlich. Also ist es auch nicht unsinnig, in deine Talks zu gehen? Oh, natürlich nicht. Die Person würde das natürlich einteilen für sich. Ist es sinnvoll, was ich mache, oder ist es sinnlos, was ich mache? Aber das ist überhaupt keine Größe, die auf irgendeine Art zählt. Also das meine ich mit, es gibt sowas nicht wie Sinn. Oh, natürlich. Alles ist sinnlos. Man könnte auch sagen, nichts ist belastet von der Illusion, dass es noch Sinn machen muss. Das wäre nämlich die Freiheit. Okay. Man könnte auch sagen, alles darf, in Anführungszeichen, so sein, wie es ist. Oder alles ist einfach so, wie es ist. Ohne Sinn machen zu müssen. Das ist die Freiheit. Aber da ist auch die Freiheit, einen Sinn zu suchen und vielleicht auch zu finden. Oh, natürlich. Oh, klar. Was natürlich in sich auch sinnlos ist. Ja. Aber wenn es das ist, was passiert, oh, natürlich, klar. Da kann ich voll Ja zu sagen, was du sagst. Aber gleichzeitig habe ich, wenn ich jetzt in meine Geschichte gucke, die Erfahrung, dass so Zeiten von Wegfall des Ich-Bins oder von besonderer Stille oder dem Gefühl, das ist meine wahre Natur, dass das meistens passiert im Zusammenhang mit bestimmten Lehrern. Also wenn ich mit denen Kontakt hatte oder habe. Okay. Also ich glaube, die Buddhisten sagen da noble Gesellschaft für, ne? Also mit Menschen zusammen zu sein, die auch darauf ausgerichtet sind. Mhm. Also jetzt wenn ich das mit dem Verstand angucke, dann ist da ganz klar ein Zusammenhang. Okay. Ja. Und das motiviert natürlich auch, weil das einfach ja, sich sehr sinnvoll anfühlt. Ja, das meine ich, dafür braucht es alles schon, also natürlich, der Blickwinkel kommt aus einem Erfahren oder aus Sicht des Erfahrenden und der legt natürlich, könnte man sagen, über alles die persönliche Geschichte drüber. Aber der lebt von vornherein eben schon in der Annahme, dass es sowas wie ein größeres Ziel gibt. Und im Hinblick auf das Ziel, weiß nicht, was sind, wäre dann eben Erleuchtung oder Erwachen oder das Ende der Ich-Illusion oder Erfüllung oder was weiß ich. Und im Hinblick auf dieses Ziel geht es dann natürlich sofort um Sinn. Wie sinnvoll ist es, was ich jetzt mache, um dieses Ziel zu erreichen? Also bei mir fühlt es sich nicht so als Ziel an, was ich bewusst anstrebe, sondern es fühlt sich eher an, wie in einem Lebensfluss zu sein, wo es so aussieht, als würde es darauf zugehen. Oder eben, ob ich das will oder nicht, oder wie die Umstände auch sind oder nicht sind. So kommt es mir eher vor. Aber natürlich, die Person braucht gar nicht eine bewusste Geschichte haben, wo es hingeht. Ich denke, für die meisten Leute ist das einfach so eine subtile Annahme, die für die meisten völlig unausgesprochen bleibt oder auch völlig unreflektiert ist. Einfach eine ganz subtile Annahme, dass ich auf dem Weg zum Eigentlichen bin oder dass ich mich quasi vorwärts durch die Zeit bewege und dass da noch was kommt. Und dass im Prinzip alles, was ich jetzt mache, wenn ich es richtig mache, dazu führt. Aber ja, ich würde auch sagen, für die meisten ist das wirklich unausgesprochen. Und für manche Leute, die haben da eine Idee oder so. Und das eine Idee wäre dann Erleuchtung oder irgendwie sowas. Ja, dieses Gefühl, dass es darauf hingeht,
sollte man dem keine Aufmerksamkeit schenken oder bleibt unbeantwortet. Bitte? Das bleibt unbeantwortet. Ach so. Mhm. Weil natürlich letztendlich es wieder um eine Positionierung geht, im Sinn von, wie ist es sinnvoller, mich zu positionieren, um dadurch glücklicher zu leben. Wie gesagt, ich würde sagen, die meisten Leute haben quasi einfach schon, das ist wahrscheinlich für die meisten Leute die Grundannahme, dass es sowas gibt wie ein glückliches Leben. Und das glückliche Leben besteht aus vielen schönen Erfahrungen. Ich denke, für viele Leute ist das quasi so ein, ja, einfach so ein Ziel, was auch gar nicht so jetzt bewusst durchdacht wird, aber so die Annahme, ich bin jemand und ich habe ein Leben und es gibt sowas wie ein glückliches und ein unglückliches Leben. Wie sieht es von deiner Seite aus mit den Talks? Also ist das auch einfach der Lebensfluss, der dich dahin führt, dass durch dich das angeboten wird und auch ausgeführt wird? Oder ja, wie ist es von deiner Seite? Man könnte natürlich so sagen, ich finde es natürlich so ein bisschen eine romantisch angehauchte Beschreibung. Sorry. Okay, kein Problem. Letztendlich ist einfach das, was scheinbar passiert, ja. Aber da ist jetzt nicht so, dass irgendwie, weißt du, dieses durch mich oder so, dass da irgendwas Spezielles durch mich strömt oder irgendwie sowas. Das ist einfach das, was scheinbar passiert, ja. Und theoretisch, aber das ist wirklich eine Geschichte, könnte es ganz anders sein, aber es ist halt das, was scheinbar passiert. Dass diese Talks stattfinden. Aber für nichts. Ja, aber in den Talks machst du den Eindruck, als wenn es dir Freude macht, als wenn es... Ja. Aber Kurierfahrer sein könnte ja auch Freude machen. Eben. Und auch da würde ich, auch da habe ich jetzt nicht so eine Geschichte im Kopf. Das ist was, das macht mir Freude. So. Aber ja, man könnte sagen, ich meine, diese ganze Dynamik, diese scheinbare Dynamik scheint freudvoll zu sein. Ich meine, auf eine Art aufzudecken, energetisch aufzudecken, dass die ganze spirituelle Suche oder dass überhaupt die Suche nach persönlicher Erfüllung eine absolute Traumwelt ist oder die Annahme, eine Person zu sein, die nicht erfüllt, das Aufdecken davon, das scheint sehr freudvoll zu sein, ja, in sich. Aber es ist nicht generell was, nicht speziell was, wo ich sagen könnte, das macht mir Spaß. Das scheint einfach immanent in dieser scheinbaren Dynamik. Wie passt da rein, dass viele Leute sagen, dass eben auch unangenehme Gefühle hochkommen, die sprechen sogar von einer dunklen Nacht der Seele, also wo durch tiefste komische Sachen gegangen wird, oder? Naja, man könnte sagen, ich meine, aus der Sicht der Person wäre das, wovon wir sprechen, der Tod. Beziehungsweise worauf hingewiesen wird, ist das, was die Person als ihr Leben bezeichnet und erlebt. Nicht nur denkt, es ist nicht nur ein gedenktes Leben, es ist eigentlich ein erfühltes, gefühltes Leben. Und worauf hingewiesen wird, scheinbar und tatsächlich energetisch, könnte man sagen, nicht mit Worten nur, das bedroht tatsächlich das Existenzgefühl. Und letztendlich ist es das, was ich als ich bezeichnen würde, das Gefühl zu sein, eine Erfahrung davon zu sein. Und das wird als Illusion entlarvt. Und ich sag mal, die Person oder die Illusion von einer Person, für die bringt es alles mit sich. Aus der Sicht der Person wird im Prinzip die Existenzfrage gestellt. Und alles, was da dran hängt. Dass das sich nachher als eine Scheinexistenz entpuppt, ist die Freude, könnte man sagen.
Und das wird vorher noch nicht gewusst oder nicht wahrgenommen. Das kann man höchstens hören. Naja, auch da ist beides möglich. Also das kann wahnsinnig irritierend sein, das kann aber auch wahnsinnig erleichternd sein. Oder abwechselnd beides. Oder beides gleichzeitig. Man könnte auch sagen, was diese Talks ausmacht, ist, dass die Wirkung in dem Sinn, die natürlich illusionär ist, nicht vorhersagbar ist. Man könnte sagen, bei einem Teaching oder bei einer persönlichen Veranstaltung wird zumindest versucht, auf irgendeine Art eine vorhersagbare Reaktion oder einen Effekt zu erzielen. Quasi im Sinn von, ich singe eine Stunde und danach weiß ich, geht's mir gut. Oder ich bete und weiß, danach geht's mir gut. Das ist immer zielgerichtet, könnte man sagen. Aber diese Talks sind überhaupt nicht zielgerichtet. Da gibt's keine Richtung darin oder überhaupt nicht die Idee, dass es auf ein Ziel hinarbeitet. In keinem Satz oder kein Wort ist unterlegt mit der Illusion, dass es einen Effekt erzielen soll. Und die Wirkung, die scheinbar passiert, natürlicherweise, ist völlig unberechenbar und unvorhersagbar. Auch ob überhaupt eine Wirkung passiert? Natürlich, klaro. Wobei ich den Eindruck habe, dass tatsächlich die meisten Leute, die kommen, auf irgendeine Art berührt werden. Und wenn es nur eine Reaktion ist von so einem Schrott, ich muss sofort gehen. Auch da ist es unberechenbar. Ist dann aber auch das, was passiert, und völlig okay. Könnte auch sagen, es gibt keinen, was auch Teil dieser Botschaft, eine Geschichte, ne? Es gibt in dem Sinn keinen Anbieter. Im Sinn von, ach komm, bleib doch, vielleicht hilft es dir doch. Es wäre rein nicht gut für dich. Gibt's nicht, findet energetisch nicht statt. Nicht, weil es besser ist. Also es ist dir völlig gleichgültig, ob jemand rausgeht oder... Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Da ist keiner, der ist nicht gleichgültig, für den es nicht gleichgültig sein könnte. So können wir es sagen, ja. Ja. Weil keine Absicht da ist. Und wenn jemand in Anführungszeichen geht, ist das nicht das, was passiert. Man könnte auch sagen, eine scheinbare Besonderheit dieser, wirklich scheinbar, ne? Eine scheinbare Besonderheit dieser Talks ist, dass es nicht aus einer Mission rauskommt. Das wäre das Gleiche wie mit einer Absicht. Es gibt keine Mission. Ist ja auch nicht christlich. Naja, Mission können wir schon sagen. Ich denke, ich habe was zu sagen. Das wäre auch schon eine Mission, ja. Eine Intention. Gibt es keinen Sinn, weil es auch sowieso keine Ursache und keine Wirkung gibt? So könnte man sagen. Ich meine, letztendlich ist Sinnlosigkeit, und das ist jetzt nicht alles, ne, aber die natürliche Realität, letztendlich gibt es da nicht wirklich eine tiefere Erklärung dafür. Es gibt einfach keine, also da ist nichts. Es gibt spirituelle Lehrer, die berichten, dass sie eben total dafür brennen, ihre Veranstaltung zu machen, dass sie das als quasi einzigen Sinn ihres Lebens erkennen oder als einzigen Zweck oder das Einzige ist, was sie einfach machen möchten. Sogar jetzt unabhängig davon, ob da jetzt Geld reinkommt oder nicht und ob sie davon leben können oder nicht, da ist einfach ganz stark so das Bedürfnis da. Das ist bei dir nicht. Würde ich so nicht sagen, ne. Ich meine, muss man auch immer schauen, wer was damit sagen will. Aber man könnte auch sagen, das ist das Gleiche mit der Intention oder der Mission. Ne? Also man könnte auch sagen, diese Talks kommen nicht
dienen nicht der Bedürfnisbefriedigung. Weder der Befriedigung des Suchers, noch meiner eigenen. Ja, aber das ist ja auch nicht gesagt. Wenn einfach nur so ein Feuer, so ein inneres Feuer ausgedrückt wird, was zu machen, das heißt ja noch nicht, dass da auch eine Intention ist, was zu bewirken oder was zu befriedigen. Deshalb habe ich gemeint, man weiß ja nicht, was mit den Worten gemeint ist. Mhm. Ich kann damit nichts anfangen. Also es wäre nichts, was hier stattfindet. Aber vielleicht könnte man das aus dem rauslesen, was ich gerade mache. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach aus irgendeinem scheinbaren Grund aufhört und ich was völlig anderes mache. Nee, ich würde eben nicht sagen, dass da ein Bedürfnis ist. Man könnte eben so dieses innere Feuer, auch das ist eine Sache, die sich irgendwie so schön anhört. Und wie gesagt, mein Leben sieht so aus, als im Moment, als ob ich dafür brenne. Aber nee, letztendlich ist tatsächlich das, was passiert. Und ich kann mir absolut vorstellen, dass das mehr oder weniger aus meinem Leben verschwindet. Aber vielleicht würde ich dann sehen, ob ich dafür brenne oder nicht. Ja. Aber nee, das wäre für mich ein absolut, also der Gedanke ist absolut erträglich. Und, aber es entspricht auch deinen Fähigkeiten, also dem, das Organisieren und anscheinend reist du auch gerne oder notgedrungen gerne, ich weiß es nicht. Ja, ich würde jetzt wahrscheinlich für mich selber nicht so viel reisen, um des Reisenwillens, aber zusammen mit den Talks finde ich das passt es. Das könnte man sagen, also es sieht so aus, als ob ich damit das machen kann, was mir Spaß macht und was ich kann. Also auch das Drumherum, ich meine. Wie ist der Aspekt des Dienens? Also bei mir ist es so, wir haben ja zu Anfang auch darüber gesprochen, was Sinn macht oder so. Und für mich ist, ich will jetzt nicht sagen, Dienen, dass Dienen Sinn hat, aber es ist einfach von, also Dienen in dem Sinne, was zu schaffen, was anderen Menschen dienlich ist, ist für mich schon irgendwie eine Freude irgendwie. Also eine Herzensangelegenheit. Okay. Du kannst es ruhig runterhauen. Nee, da kann ich nichts dazu sagen, weil wenn das für dich so ist, können wir sagen, ist es das, was scheinbar passiert und yes, okay. Mhm. Das ist auch so eine Sache. Vielleicht würden manche Leute die Talks so sehen, aber letztendlich ist einfach das, was scheinbar passiert. Und über fünf Ecken könnte man das natürlich auch an jede Tätigkeit ranhängen. Also selbst wenn jemand Waffen baut, sagt er natürlich, hey, ich versorge meine Familie damit. Mit den Waffen? Nee, also mit dem Einkommen. Ne? Ja, klar. Dienen, ja, ist mir zu bewusst. Zu was? Zu bewusst, ja. Weil man könnte natürlich sagen, ich meine, wenn da niemand ist, gibt es natürlich in dem Sinn nichts, was getan wird, um diese Sehnsucht nach Einheit zu befriedigen. So gesehen ist das ein selbstloses Leben, wenn man so will. Aber trotzdem passiert das, was scheinbar passiert. Was nicht selbst da ist, ist es selbstlos. Genau. Oder weil kein Ich da ist, ist es ichlos. Genau, aber dann gibt es eben auch kein Dienen für jemand. Okay. Wie ist das genau, wenn das Ich weggefahren ist? Also, weil ich meine, sagst du das, verstehe ich das richtig, dass du sagst, dass damit die Persönlichkeit wegfällt, oder? Nee, es würde das Erleben wegfallen, die Persönlichkeit zu sein. Und was bleibt, also was nennst du dann Persönlichkeit? Was? Naja, wie ich bin, wie das ist. Gibt es einen Unterschied? Das Ego. Das Ego. Was ich gut finde, was ich schlecht finde.
Und das ist ja noch nicht unbedingt Ego, das ist einfach individueller Ausdruck. Das habe ich gemeint, die Persönlichkeit. Aha. Manche würden vielleicht sagen, die konditioniert. Ja, nee, weil, ich meine, es ist eine Geschichte, weil das alles nicht real existiert. Das existiert real nicht, weil es weil einfach nur Leben existiert, was passiert. Weil letztendlich das, was passiert, real und irreal ist. Weil nichts in dem Sinn real etwas ist. Und so wie ich bin, in Anführungszeichen, ist eben das, was scheinbar passiert. Wenn das Ich Bin weggefallen ist, ja, wobei eben da eigentlich nichts ist, was wegfahren kann, sondern einfach, es wird gesehen, da ist keins, ist man dann näher an der Wahr, also an der Natur, wie man ist, und weniger an der Konditionierung, fällt damit auch Konditionierung weg. Da bleibt in dem Sinn gar nichts mehr übrig, was zu unterscheiden kann. Es bleibt nichts übrig, was erlebt in dem Sinn. Und es gibt keine reale Unterscheidung zwischen allem. Wie fühlt es sich innerlich an? Ich würde es gern verstehen. Ja, das geht nicht. Das geht nicht, weil da ist nichts. Es ist nicht sagbar. Wie es ist, ist nicht sagbar. Und die Person, könnte man sagen, die scheinbare Person, was auch völlig okay ist, da ist überhaupt nichts Negatives, aber die Person ist nicht real und ist Schein, ist eine Scheinperson, und die trifft eine Scheinaussage. Die Person schaut nach, ich bin, und schaut nach, wie geht's mir. Und hofft dann, aus dieser Beobachtung raus eine Wahrheit sagen zu können. Ich bin traurig, zum Beispiel. Aus Sicht der Person ist das dann alles. Ich und was ich erfahre. Und es stimmt. Aber wenn da nichts ist, dann ist keine Aussage ist real. Und da ist nichts, was nachschauen kann. Und es gibt, und es gibt nicht so etwas wie einen Zustand von Nicht-Ich, der auf eine bestimmte Art und Weise ist. Es ist nicht sagbar. Was ist, ist nicht sagbar. Bezieht sich in Anführungszeichen auf alles. Also nicht nur auf, wie es mir geht, sondern auf, was ist. Das ist unmöglich. Aber es kann gesagt werden, da ist hier Traurigkeit und es kann dem Ausdruck verliehen werden. Jein. Es wird gesagt, wenn es das ist, was passiert. Genau. Ja, ja, auch natürlich. Auch klar. Natürlich. Ja, ja. Könnte man es nicht so beschreiben, dass einfach die Instanz wegfällt, die alle Wahrnehmungen, alle Gedanken, alle Gefühle auf einen bestimmten Punkt, nämlich auf ein Ich, auf sich selber bezieht? Das kann man natürlich sagen. Letzten Endes ist es eine Geschichte und sagt aber auch nichts darüber aus, wie es wirklich ist. In Anführungszeichen, so wie du zuerst gefragt hast, von innen raus. Naja, die Geschichte kann man schon sagen. Kann man sagen. Und aber wenn es noch nicht mal annähernd so ist, hat es wirklich keinen Sinn, es zu sagen. Absolut, ja, ja, absolut. Eine andere Geschichte wäre, man fragt jemand im Tiefschlaf, nicht hinterher oder irgendwas, im Tiefschlaf, wie ist denn jetzt gerade? Ja, im Tiefschlaf wird er nicht antworten. Genau. Es ist nie die gleiche, das ist sagbar. Alles andere ist Scheinaussagen, was nicht falsch ist. Eine Scheinaussage ist nicht falsch, es ist einfach das, was es ist. Es darf nur nicht verwechselt werden mit einer wirklichen Aussage. Ja, das ist das Dilemma der Person. Für die Person sind Aussagen
tanzen immer um die Idee von Wahrheit. Es ist wahr oder nicht wahr. Das gibt es natürlich auch. Gleiche wie mit Sinn. Ne? Die Person tanzt immer um die Idee von Sinn rum. Da gibt es natürlich dann auch sinnlos. Sinnvoll, sinnlos. Wahr oder unwahr. Klar. Aber das ist nachher eben der Traum, in dem die Person lebt. Oder scheinbar lebt. Genau. Und wenn du in den Talk sagst, es fühlt sich rund und voll an, glaube ich, sagst du, ne? Ja, das sage ich nicht. Nee, was sagst du denn? Ich sage, es ist rund und voll, aber ich sage nicht, dass es sich so anfühlt. Ah ja. Damit nicht angenommen werden kann, da ist jemand, der das fühlt. Naja, damit, es ist eine Scheinklarheit. Nee, weil es eben kein Gefühl ist. Weil letztendlich diese Aussage niemand treffen kann. Aus einer Erfahrung raus. Weil es sich genau darauf nicht bezieht, dass da etwas ist, was nachschaut oder was nachschauen kann und dann bemerkt, dass es stimmig und voll ist. Aber das wäre die Hoffnung der Person. Dass ich es schaffe, mir darüber gewahr zu werden, dass die wahre Natur, was an sich eine Geschichte ist, Stimmigkeit ist. Das ist die ganze Suche. Aber letztendlich Stimmigkeit, oder ist es eine Stimmigkeit, die sich selbst nicht kennt? Das wäre die Stimmigkeit. Die von keinem erkannt wird. Genau. Aber die sich letztendlich auch selber nicht erkennt. Die ist einfach nur sie selber. Also die Stimmigkeit hört sich im Prinzip schon an wie so eine erfundene Ebene, so eine Meta-Ebene. Letztendlich ist das, was passiert, kennt sich selber nicht. Und ist dadurch natürlicherweise stimmig. Beziehungsweise es gibt da nichts, was sich real als unstimmig erfährt. Das wäre die Stimmigkeit. Ja, das ist ziemlich weit weg von dem spirituellen Gedanken Selbsterkenntnis, Selbsterkennen. Oh, total. Oh, natürlich. Es gibt keine Verbindung in dem Sinn. Oder ich würde sagen, wenn ich das Wort Befreiung nehme, wäre das eben keine Selbsterkenntnis. In dem Sinn, wie es die Person versteht. Ich könnte, ja, in anderen Sinne schon. Ich könnte natürlich auch das Wort hierfür verwenden in dem Sinn. Naja, Erkenntnis ist schwierig. Also ich habe mal Zeit gehabt, mal ein paar Stunden oder Tage sogar, da war auch das Gefühl, dass ich bin einfach weg. Also wenn ich so beschreibe als Geschichte, ja. Da war einfach nur, was passiert, das passierte und die Gedanken waren einfach da. Aber da waren auch die Gedanken, jetzt ist ja gar keiner mehr da. Also da konnte auch drüber reflektiert werden. Ja und nein, okay. Was meinst du mit Ja und Nein? Naja, das Gehirn kann natürlich alle möglichen Scheininformationen oder alle möglichen Gedanken hervorbringen. Klar, und das Gehirn kann auch denken, es gibt keine Person, es ist niemand da, kann auch darüber nachdenken, scheinbar, wie es ist. Und aber es wäre einfach das, was scheinbar passiert. Und niemand, der damit in Realität lebt. Ob dein Gedanke ist letztendlich von... Das verpufft dann letztendlich schon alles ich und nicht. Aber natürlich können diese Gedanken da sein. Ja, es ist schwer zu verstehen, es muss aber auch nicht verstanden werden. Aber es ist unmöglich zu verstehen. Unmöglich, ja. Wirklich unmöglich. Aber gerade das reizt den Verstand. Natürlich, weil der kann ich unmöglich nicht wirklich verstehen.
aus seinem Erleben raus. Mein Verstand kann das Konzept von unmöglich. Wovon hier gesprochen hat, hat erstmal noch gar nichts mit dem Verstand zu tun, beziehungsweise in vielen spirituellen Kreisen wird gedacht, dass der Verstand sucht in dem Sinn. Aber der Verstand selber sucht nicht wirklich. Es ist eigentlich aus Sicht der Person, ist die Sehnsucht nach Einheit tiefer. Da geht es auch nicht wirklich darum, den Verstand ruhig zu kriegen. Das befriedigt auch nicht. Und genau, die Suchende in die Sehnsucht, die ist einfach immer noch da, solange da jemand ist. Was hältst du davon, wenn jemand sagt, dass der Verstand quasi in seiner Rolle zurückverwiesen wird, nämlich als Diener, also als Instrument? Kannst du nichts mit anfangen? Naja, ja und nein, könnte man auf eine Art schon so sehen. Weil man könnte sehen, wenn da niemand ist, was natürlich verpufft, ist diese Suche im Verstand. Das heißt, viel analysieren, viel über das Leben nachdenken oder über Glück oder genau über diese Fragen mit Erleuchtung oder nicht Erleuchtung oder in einem anderen Bereich sind es andere Fragen. Man könnte sagen, das verpufft natürlich. Aber es ist halt auch niemand da, der das dann so benutzt, der den Verstand. Für mich hat sich das damals, ich weiß, wie es sich für mich angehört hat damals. Und für mich hat sich das damals angehört, ich dachte natürlich auch, da ist jemand, der, was weiß ich, erleuchtet oder. Nein, ich hatte nicht so, aber irgendwie, der weiß, wie Leben geht, könnte man auch sagen. Der ein Meister des eigenen Lebens wird. Dass ich dann das quasi wie so bewusst so, jetzt nutze ich mal den Verstand, weil jetzt muss ich mir eine Fahrkarte kaufen. Letztendlich ist es aber so frei fließend, in Anführungszeichen, das, was passiert, dann nutzt niemand irgendwas. Da trennt auch niemand auf in, jetzt nutze ich den Verstand und jetzt denke ich sinnlos nach oder jetzt bin ich in der Geschichte und jetzt, das ist alles so egal und so ungetrennt, könnte man sagen, und unbedeutend und gleichzeitig leben, dass da auf eine Art überhaupt nichts mehr rausaddiert wird. Okay, aber wenn du das jetzt mit dem Verstand anguckst, wie es bei dir ist, würdest du sagen, der Verstand ist jetzt sehr klar und schnell und er wird nicht von irgendwelchen Konditionen eingebremst oder? Weiß ich nicht. Also, ich meine, wenn ich so eine Aussage treffen würde, wäre das ja auch immer nur innerhalb meiner Geschichte. Also es wäre ja scheinbar relativ zu, wie es für mich früher war. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Menschen auf der Welt, die einen viel schnelleren Verstand haben als ich und gleichzeitig die Illusion haben, scheinbar jemand zu sein. Also das wäre dann wirklich alles wahnsinnig relativ. Und das spielt auch keine Rolle mehr, ob der Verstand schnell ist oder langsam. Es spielt absolut keine Rolle und ist kein Maßstab, oder? Ist auch nicht real. Man kann auch sagen, man kann keine reale Aussage darüber treffen. Das ist ja, mit dem Real und Irreal gleichzeitig, das ist nicht so leicht zu nehmen, finde ich. Kann man nicht nehmen. Also die Person kann es nicht nehmen, weil für die das ein reines Konzept bleibt. Es widerspricht einfach dem kompletten Erleben. Und die Person erlebt einfach nur real. Insofern ist eine nutzlose Information. Eigentlich fast schon eine Frechheit. Macht es für dich einen Unterschied, ob in deinen Talks viele Fragen gestellt werden oder ob auch lange Schweigen dazwischen ist, Phasen? Nee.
Es ist kein realer Unterschied, es ist das, was es ist und es ist dann so, wie es ist. Wenn die ganze Zeit Fragen gestellt werden, ist das so, wie das ist. Und wenn es dann mal eine Stunde ruhig ist, eine halbe Stunde ist, dann halt so, wie es dann ist. Aber es gibt jetzt keinen realen Unterschied für mich. Macht es einen Unterschied, ob du alleine zu deinen Talks fährst oder mit deiner Familie? Naja, es ist eben auch das, was es dann ist. Ich meine, die Sache ist, es gibt weder reale Unterschiede, aber es ist auch nicht immer das Gleiche. Klar ist es irgendwie anders, wenn ich alleine auf Reisen bin, als wenn ich mit Familie auf Reisen bin. Und doch macht es dann keinen realen Unterschied. Also im Sinne von Vorliebe oder Abneigung? Habe ich jetzt keine Geschichte, wo ich weiß, was ich mag und was ich nicht mag. Das passiert einfach so. Ja. Und auch, ob ich es dann mag oder ob ich es dann nicht mag, natürlich. Mhm. Und wahrscheinlich auch nicht mit den Ländern, in die du reist. Also das sind ja unterschiedliche Kulturen. Du reist ja auch nach Amerika, also nach Südamerika. Du reist im Norden, nach Finnland. Ja. Ist das interessante Abwechslung, oder? Weiß ich nicht. Okay, es war zu banal. Nee, ich weiß es einfach nicht. Also ja, es ist interessant und macht Spaß wahrscheinlich. Würdest du höflich sein jetzt? Wahrscheinlich, ja. Das wäre dann die scheinbare Persönlichkeit. Ich schätze mal, mit dem Begriff Hingabe kannst du auch nichts anfangen, ne? Naja, die Person, alles ist hingegeben. Man könnte auch sagen, Hingabe ist die natürliche Realität. Alles ist sich selbst und alles ist gegeben. Man könnte auch sagen, das war nicht alle, aber das, was ist, das, was scheinbar passiert, ist einfach scheinbar gegeben. Es ist einfach so, wie es ist. Aber es wird von keinem gegeben. Nein. Aber dass ich mich hingeben muss, ist natürlich eine Illusion. Oder dass da jemand ist, der getrennt ist, da ist einfach niemand. Und eine Methode der Person, könnte man sagen, durchs Leben zu gehen, wäre dann Hingabe. Dass quasi jeder Moment, den ich erlebe, ist nicht und dann muss ich mich dem hingeben. Ja. Ist okay. Ist man auch dauernd beschäftigt. Was die Person, natürlich, das ist Arbeit. Sich als Person zu erfahren, ist die ständige Arbeit am persönlichen Glück. Und die Hoffnung ist natürlich, dass sich das aufsummiert und dass ich mich irgendwann mal dann richtig hingebe. Ich lerne Hingabe jeden Moment und irgendwann gebe ich mich dann ganz hin. Das ist der Antrieb letztendlich. Also im Moment sich hinzugeben, kommt aus der Not raus. weil die Person den Moment als unerfüllt erlebt. Aus dieser Not raus muss ich noch was tun. Akzeptieren, hingeben, analysieren, reinfühlen, was weiß ich. Aber die Hoffnung, die dahinter steckt, ist, dass es sich wenigstens langfristig wirklich auszahlt. Tja, und wenn es sich auszahlt, ist dann die Verarschung, dass keiner mehr da ist. Naja, es zahlt sich halt nie wirklich aus. Weil keiner da ist, für den es sich auszahlt. Genau, und wenn man diese Geschichte von Befreiung nimmt, ist es einfach das grundlose Ende des suchenden Setups. Und eben nicht das Resultat der Suche. Das Ich bricht nicht weg, weil ich mich 500.000 Mal hingegeben habe.
man könnte sagen, wenn man diese Geschichte, das Bild vom Tod nimmt, passiert das Ende von ich bin eben ohne Grund. Und umgekehrt können wir das auch nicht sagen, weil das Ich wegbrechen sollte, dann habe ich mich 500.000 Mal hingegeben. Nochmal? Ja, das ist die Idee von ihm, natürlich. Das Ziel könnte natürlich auch sein, dass das Ich wegbricht und dass ich mich deshalb 500.000 Mal hingegeben. Ja, aber es könnte auch umgekehrt sein, dass es einfach stimmig war, dass das Ich wegfällt und dafür war eben vorher stimmig, dass ich mich hingegeben habe. Ich bringe auch nicht eine Unstimmigkeit rein, weil wenn das natürlich das ist, was passiert, ist es nicht falsch. Also sich als jemand zu erleben und zu suchen, ist nicht falsch. Ich sage nicht, hör auf zu suchen, es hat keinen Sinn. Das wäre ein Missverständnis. Ich sage, da ist niemand. Du sagst, such ruhig, ich muss schon sehen, was du davon hast. Nicht mal das, weil da ist niemand. Und wenn natürlich Suche das ist, ist das, was passiert. Und das ist weder gut noch schlecht. Und das ist weder gut noch schlecht. Aber Teil der aber es wäre eine Illusion der Person zu glauben, dass meine Suche mich zu persönlicher Erfüllung führt. Und auch wenn die Person redet von das Ende von ich und ich will das Ich weg haben oder das Ende der Ich-Illusion. Letztendlich geht die Person eben davon aus, dass das dann ein besserer persönlicher Zustand ist. Wenn die ganze Suche, ist auch okay, aber die ganze Suche der Person ist natürlich, um da zu sein und zu ernten. Genau, wenn es nur ganz subtil ist. Hauptsache ernten. Natürlich. Das ist das, was die Person sucht natürlich. Ich mache jetzt und ich will natürlich da sein, um mitzukriegen, was ich mir erschaffen habe. Das heißt, die ganze suchende Energie ist auf Dasein ausgerichtet. Zu glauben, dass Suche irgendwas mit dem Wegfall zu tun hat, ist eine Illusion. Ja, aber sowieso alles zur Bestätigung genommen wird. Absolut, könnte man sagen, natürlich. Aber die Person, man könnte sagen, die Person scheint sich unmittelbar zu bestätigen. Das ist auch hier in den Talks, sag ich mal. Die Person sagt, gut, dass ich heute zum Talk gekommen bin, gut, dass ich jetzt hier bin, weil sonst könnte ich ja morgen gar nicht wegfahren. Und wenn ich mir das nicht sagen würde, könnte ich es nicht sagen würde, könnte ich es nicht aushalten. Hier im Tor. Das ist das scheinbare Dilemma der Person, ja. Dass letztendlich der Moment unaushaltbar ist. Oder das, was passiert, ist unaushaltbar. Und letztendlich ist es eben nicht mal ein Moment. Aber es gibt ja Momente, die fühlen sich ganz aushaltbar an. Ja. Werden aber eigentlich auch gleich verarbeitet. In dem Sinne von beurteilt. Es gibt eine Geschichte dazu, die Person versucht auch das zu beantworten für sich selbst. Auch wenn es gerade ganz angenehm ist und schön. Ja, dann kommt direkt der Gedanke, jetzt, wie sind die äußeren Umstände, wie ist das passiert, wie komme ich wieder dahin? Wo kommt es her, wie bleibt es? Versucht es noch mehr zu genießen. Ja. Versucht es bewusst zu genießen. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, ich habe unser Interview jetzt ganz bewusst genossen. Gut. Na, es ist auch irgendwie befreiend, dass der Sinn, der Anspruch auf Sinn, wenn der wegfällt. Absolut, total. Ja. Macht es auch locker. Oh, es geht um nichts. Ja. Es geht um nichts. Total, ja. Geht letzten Endes auch nicht um Lockerheit. Es geht um nichts. Und als Geschichte können wir sagen, es ist die absolute Lockerheit. Die schon alles ist. Es
gibt Schlimmeres als Lockerheit. Ja. Yes. Scheinbar. Scheinbar. Okay, dann wollen wir scheinbar das Interview beenden. Du willst vielleicht noch frühstücken gehen. Das werde ich jetzt machen, ja. Ja, okay. Genau. Vielen Dank. Danke auch. Ich fand es auch schön.